Moin zusammen! Heute habe ich 5 Tipps bzw. Funktionen der Apple Watch Ultra oder Ultra. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Habe ja von euch schon den ein oder anderen Hinweis bekommen, dass sich die Aussprache Ultra grausam anhört. Ihr wisst aber, was ich meine. Einfach von dem Teil hier. Viel Spaß! Tipp Nummer 1, der Nachtmodus. Der kann bei Dunkelheit hilfreich sein, weil die komplette Anzeige der Watch dann rot dargestellt wird. Wer schon mal bei kompletter Dunkelheit im Wald sein Smartphone-Display abgelesen hat, weiß, wie sinnvoll es ist, dass das Licht rot wird. Denn das rote Licht beeinträchtigt unsere Nachtsicht nämlich nicht so stark wie zum Beispiel ein weißes Licht. Um den Modus zu aktivieren, dreht ihr einfach die Digital Crown einfach im Uhrzeigersinn und schon verfärbt sich euer komplettes Display rot. Um das Ganze dann rückgängig zu machen, einfach in die andere Richtung drehen. Tipp Nummer 2, die Lünette ablesen. Wie ihr vielleicht wisst, hat das exklusive Wayfinder-Ziffernblatt die Möglichkeit, Informationen auf der Lünette darstellen zu lassen. Das können zum Beispiel Längen und Breitengrad sein. Doch wie könnt ihr diese Info dann anzeigen lassen? Um das herauszufinden, habe ich ein bisschen herumprobieren müssen. Die Lösung ist einfach. Tippt man bei der Watch auf den äußeren Ring, also zwischen der roten Linie und der Minutenanzeige, erscheinen die Informationen, die ihr für die Lünette dann eingestellt habt. Ein weiteres Tippen darauf macht diese Anzeige dann wieder rückgängig. Tipp Nummer 3, alte Armbänder. Durch das gleiche Halterungssystem wie bei den normalen Apple Watches könnt ihr quasi alle Armbänder verwenden. Ich habe es mal mit dem Silikonarmband meiner alten Apple Watch 5 getestet, funktioniert einwandfrei. Dadurch seid ihr nicht auf die neuen und exklusiven Outdoor-Armbänder festgelegt, falls ihr diese nicht wirklich mögen solltet. Tipp Nummer 4, der Verschluss des Alpine-Armbands. Wie bereits in meinem ersten Video erwähnt, bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Armband bzw. habe mich noch nicht komplett dran gewöhnt. Vor allem hier dieser Verschlusshaken, der kommt der Watch wirklich gefährlich nahe. Die Abhilfe ist hier wirklich relativ simpel. Einfach den Haken lösen, in einen der oberen Laschen anbringen. Dann könnt ihr die Apple Watch ohne komplettes Öffnen vom Handgelenk lösen oder eben wieder anziehen. Fertig. Und so bekommt ihr auch das Ganze relativ komfortabel auf irgendeine Ladestation, falls ihr eine habt. Tipp Nummer 5, das Ladegerät. Falls die Apple Watch in einer Ladestation liegt und nicht geladen werden sollte, empfiehlt Apple, die Position des Ladegeräts zu verändern. Das betrifft wohl auch die hauseigene Apple Watch Ladestation und das Apple MagSafe Duo Ladegerät. Dabei muss man wohl den Winkel verändern oder im Zweifel vollständig flach einstellen. Und wenn es alles nichts mehr hilft, empfiehlt Apple sogar das Armband zu entfernen. Ich habe aktuell ein relativ günstiges Ladegerät am Start, bei dem das induktive Ladeteil sogar verbaut ist. Das heißt, man muss hier kein Original-Ladekabel mehr in dieses Plastikgehäuse packen. Das ganze Teil funktioniert bei meiner Apple Watch wirklich perfekt und lädt das Teil einwandfrei. Hat bei Amazon ca. 17 Euro gekostet. Das Produkt verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Übrigens hier noch ein kurzer Werbeblock. Alle Artikel, die ich unter dem Video verlinkt habe, sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Das bedeutet, kauft ihr eins davon, bekomme ich in dem Fall von Amazon eine kleine Provision. Euch kostet es natürlich keinen Cent mehr. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, uns YouTuber etwas zu unterstützen. Denn einen YouTube-Kanal zu betreiben, kostet natürlich neben Zeit auch Geld für Ausrüstung etc. Und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für euren tollen Support. So viel für heute. Ich hoffe, mein kurzes Video hilft euch ein bisschen weiter. Grundsätzlich gilt, wie bei allen Technikprodukten, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps oder Funktionen, die ihr entdeckt habt? Dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Falls ihr mein kurzes Review zu Apple Watch Ultra oder Ultra oder wie auch immer anschauen wollt, verlinke ich euch mal das Video hier oben. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr die Glocke für meinen Account aktiviert. Und jetzt, wie immer, der obligatorische Hinweis, Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns!